So, und damit herzlich willkommen und hallo zu Pokémon Schwert. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, sehr lang, also mindestens ein halbes Jahr lang. Und ja, jetzt haben wir die Charakterauswahl, die sie ziemlich verkürzt haben. Es gibt keinen Text bisher. Ich habe nur die Sprache gewählt, also ihr habt bisher alles gesehen, was ich auch gesehen habe. Und ich entschuldige mich schon mal für den Hall. Ich habe hier immer noch keine richtigen Räumlichkeiten. Aber ich hoffe, das wird sich im Verlauf des Let's Plays ändern. So, erstmal so eine Sache an sich zum Let's Play. Ich schaue, dass ich irgendwelche Farming-Sessions mehr oder weniger offscreen mache. Also alles, was nicht interessant ist. Vielleicht nehme ich es auch teilweise auf und schnibbelt's dann zusammen, wenn irgendwie was Interessantes passiert ist. Das ist keine Nuzlocke. Ich persönlich weiß nichts über dieses Game. Also ich weiß auch nur über den ersten Trailer Bescheid und natürlich über einige Sachen wie dieses Ponyta, Galar-Ponyta, einige von diesen Galar-Formen. Aber ja. So, und ich habe vor, als die Dame hier zu spielen, weil was ich gesehen habe, dieser Junge mit dem Riesenkoffer hinten dran, finde ich doof. Sieht doof aus. Mit dem Koffer, also nicht mit dem Koffer, er reist mit einer Holzkiste. Sowas, was am Bettrand ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ne. Ich nehme die Dame und von den vier, die sieht, ist die rechts unten. Nein, ich nehme die hier. So. Gut, logischerweise nennen wir sie trotzdem einer wie. So. Gut. So, einer wie. Die Waldersprache ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Oh. Ja gut, ich habe Deutsch gewählt. Ich bin zufrieden, kann man sie drehen? Ah nee, kann man nicht. Registrierung. Ach, das. Okay. So registriert sich's so und da rechts unten steht ein kryptischer Text. Ich habe so das Gefühl, das kommt im späteren Verlauf des Spiels nochmal auf. Aber wir gucken gleich auf YouTube. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Oh, das ist schon Neues. Wundersame Wesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Okay, das sieht mir seltsam aus. Ich würde schätzen, das Ding ist entweder Feuer. Das ist Feuer, Gift. Mein Tipp. Also, nee, das hat die coole Mütze. Ich tippe trotzdem, es ist Feuer. Ob in den Tiefen des Meeres. In den Weiten des Himmels oder in den Häuserkluften der Städte. Warum haben bei mir immer solche Leute russische Akzente? Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Mann, das ist etwas schlecht gemacht. Das ist einfach nur eine Zeitung runterschreiben. Wir kennen sie als Pokémon-Trainer! Ja, Jubelmenge! Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Gibt es einen Rosenbaum? Rosen wachsen ja an Sträuchern, oder? Er ist kein richtiger Professor. Und ich darf ihn nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Dillion!
cool, ja. Ah, das sieht nach Stahl aus. Und der hat eine Blume. Aber die Schuhe sehen trotzdem irgendwie so Metacross. Ah. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen, Delion der Unschlagbare. Das hättest du mir gern. Ich verliere nie. Glorak Dynamax. Oh mein Gott, das haben wir noch nie gesehen. Das ist cool. Warum? Aber der andere hat einen Eis-Pokémon, der kann nur verlieren. Glorak hat schon was. Aber Glorak bekommt immer was. Mähe, ihr Schafe, mähe. Das sind nicht wir. Ein Schnorlax. Oh, das sind wir. Hey, ich bin's, jemand zu Hause. Hopp. Ich komm einfach rein. Hey, Ainoi. Was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Und ich habe ein Schaf mitgebracht. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder drauf angeguckt? Ach, ja, Delion. Hopp, Delion. Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Mama. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell eine Wii abholen. Das Match kann sie sich ja später dann noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, Hopp, lass uns gehen. Warum musst du deinen eigenen Namen immer sagen? Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. So, Ende des Let's Plays, wir können nicht aufstehen. Oder doch? Ah, können wir uns auch wieder hinsetzen. Oh. Okay, ich habe Speichern schon gefunden. Ich möchte mich aber hinsetzen. Ah, oben ist Menü. Okay. Wo ist mein Smartphone hin? Und kann ich auch langsamer gehen irgendwie? Ja, so. Ein Mamfaxo-Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Ja, gut. Was? Ein eingebauter Kamin erhält einen selbst im tiefsten Winter schön kuschelig warm. Mama sieht sich auf diesem Fernseher gerne ihre Comedy-Serien an. Aber wenigstens ist sie eine lustige Mama. Boah, ist das gerade empfindlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Controller ist überempfindlich. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Oh, das schläft. Okay, wir haben schon mal ein Wohnzimmer. Wir haben einen Kamin. Wir haben ein richtig normales Wohnzimmer. Ich meine, eine Couch, wo zwei Personen vielleicht gerade so Platz finden. Ein Fernseher, Schränke. Ja, alles okay. Ein Flur. Finde ich okay. Ja, hier Besen, Schirme, Anziehsachen. Ja, sieht okay aus. Eine Tür, durch die wir nicht durch können. Die Küche. Also ich hoffe, dass die Mutter hier hinten schläft oder dass das eine Abstellkammer ist. Oh, Kühlschrank. Der Kühlschrank ist mit vielen leckeren Dingen gefüllt. Dann nimm was raus. Die Spüle ist so sauber, dass man daraus essen könnte. Vermutlich liegt das daran, dass man Faxo jegliche Essensreste wegmacht. Das ist der neue Mikrowellenherd, den Mama unbedingt haben wollte. Hier ist ein Herd.
Hat aber aus. Das sieht sehr. Ich finde, das sieht cool aus bisher. Also, es ist sehr echt. Also, ich finde jetzt nicht, dass es übertrieben nichts ist, sondern hier das ist mein Zimmer. Also, bisher. Oh, Mülleimer. Gib da mal einen Sternabzug. Es kann keine 5-Sterne-Wertung machen. Man kann den Müll nicht durchsuchen. Dein Beutel müsste in deinem Zimmer liegen. Und vergiss deine Mütze nicht. Man weiß ja nie, wie das Wetter wird. In der Galerregion soll es regnen. Lustig finde ich einfach, dass hier auch keine Türen sind. Also hier, du kannst hier durchrennen. Es gibt keine Türen. So, mal gucken, was haben wir so im Zimmer. Wir haben ein Pikachu und ein Evoli-Poster. Scheinbar haben wir zu viel Pokémon Let's Go gespielt. Oder Let's Go Evoli. Ein Fernseher der neuesten Generation, der wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Welche Konsole? Achso, die Konsole. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielkonsole. Die Evoli-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Dieser Schreibtisch besticht durch ein simples Design. Er hält ein Leben lang. Was für ein Leben? Das Leben einer Stubenfliege? hier, Moment, das... Yeah! Das finde ich cool, das haben sie aber schon seit XY gehabt. Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Es ist so gemütlich. Zusammen, dass es im Handumdrehen, dass man im Handumdrehen... Warum sucht die ganze Familie das Bett für sie raus? Okay. Du schnappst dir den alten Beutel deiner Mama. Das sieht aus wie so, so ein Lehrerinnenbeutel. So. Oh, die Mütze finde ich toll. Ja, Haare schneiden ist nicht unbedingt. Das gibt es sogar, glaube ich. Das habe ich gehört. Okay, mit dem X-Knopf öffne ich das Spielmenü. Wenn im Spielmenü Speichern auswählen, kann ich einen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Gut siehst du aus. Der Beutel steht dir. Dann mal viel Spaß euch zwei. Und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Ich werde nicht in den Wald gehen. Ich werde Pokémon-Meister. Sie hat mich nicht aufgehalten, also muss es okay sein. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Okay, also es hat geladen. Das ist ungewöhnlich, oder? Ich kann mich an kein Pokémon, ich kann mich nie wirklich daran erinnern, dass es irgendwo bei Pokémon mal ein Ladescreen gab. Oh, das ist süß. Knospi. Und dann die, ich muss es nicht ansprechen, ich kann es ansprechen. Ich kann es knuddeln. Ich möchte die Post noch prüfen. Hallo? Post? Keine. Wow! Was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Hast du mal den männlichen Protagonisten gesehen? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Ich habe mich im Übrigen schon für das Starter-Pokémon entschieden. Los, Tackle! Schau mal, ein Volley. Was macht das denn da? Hinter dir läuft auch schon die ganze Zeit eins her. Das war Flauschtackle. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Das weißt du nicht. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wolli! Flauschtackle. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns einholen. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Was machen wir? Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Ich kenne mich hier auch nicht aus. Holy. Ja, komm, folge mir.
Oh, die Wollis sind wirklich mit Flauschtackle beschäftigt. Wie heißt eigentlich der Ort? Furlongan. Wo Landwirtschaft und das Miteinander von Menschen und Pokémon Tradition haben. Das klingt eher so wie so eine chemische Formel. Bring mir das Furlongan. Oder Furlong... Wie heißt Furlongham. Furlongham. Ah, Furlongham. Furlongham. Bring mir das Furlongham. Wieso, Meister? Wir wollen etwas erschaffen. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Get alive. Please. Okay, hier komme ich nicht durch, weil Voltackle. Hab wartet auf dich. Schau doch erst bei ihm zu Hause vorbei, bevor du in die Stadt gehst. Der Junge fängt mich ab, dann hat er mal die fangen mich ab. Curse you. Curse. Oh. So sind Pokémon-Kämpfe. Moment. 2 Meter auf 2 Meter Felder. Das sind die neuen Pokémon-Kämpfe. Gehen wir in die Scheune. Gibt's nicht. Oh, ein Grill. Dieser Grill hat schon gute Dienste geleistet. Er ist mit einer schmierigen Fettschicht überzogen. Kann ich hier? Nein. Okay, es gibt tote Türen. Das muss man wissen. Oh. Ich wollte mich mal umgucken. Sorry. Verdammt. Ich bin wieder da, Mann. Hallo, Hop. Oh, und einer wie ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Deleon? Mein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hop. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Deleon hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hop. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt. Stimmt's, Anami? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Okay. Beenden wir alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Nett, dass du mitgehst, Anami. Grüß mir meinen Deleon. So, ich bereite jetzt erstmal für alles für unsere Grillparty vor. Und die Grillen. Hör auf zu vibrieren, Handy. Eignet sich perfekt für eine Familie. Oh, die Küche ist immer picobello sauber, aber der Grill nicht. So. Können wir hier rein? Okay, wir können wohl nur durch... Wir können, also ich habe auch das Gefühl hier, wir können schwer laufen. Also ich finde es sehr schwer, etwas hier zu laufen. Man rennt irgendwie immer gleich. Oh. Mit dem Druck auf die Steuerung pfeift man. Die Pokale und Trophäen gehören dem Champ. Also Fernseher läuft garantiert jedes Match des Champs. Für Hop ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. So, jetzt plündern wir mal noch das obere Stockwerk. Wir hatten ja keins mehr. Deleon ist so beschäftigt, dass er nur das selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Hm? Okay, das sieht nicht nach Deleon aus, das sieht nach Hop aus. Das ist der Fernseher, auf dem Hop alle Matches des Champs mitverfolgt. Ja, dachte ich mir. Das Bild sieht etwas unordentlich aus. Ah, seht ihr, was ich sehe? Es gibt verschiedene Bälle und es scheint wohl diese Bälle, die man aus den Beeren macht, scheint es zu geben. Also die aus der, müsste die dritte Generation sein.
Ein Trainingsgeld, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon können das bestimmt auch nutzen. Ein fein säuberliches gemachtes Bett, da hoffen wir lange niemand mehr geschlafen. Der Typ hat einfach zu viele Mützen. Also eine beeindruckende Sammlung an Kappen und was hat er hier? Seine Heftchen? Weiter oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Aha. Bücher für Erwachsene. Nicht meine Worte. So, ich werde hier hinten noch gucken. Oh. Gibt kaum versteckte Items. Naja, jetzt können wir ja in die Richtung weitergehen. Oh, können wir. Hops zu Hause. Alles startklar, dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, steuern dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe jetzt zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also, bleib weg vom hohen Gras. Okay, bisher ganz interessant. Route 1. Ich finde es schön, die Grafik ist jetzt, es ist jetzt keine beeindruckende Grafik von super Texturen, aber für ein Pokémon finde ich die Grafik toll und ich gebe es ja zu, ich habe kein Let's Go Evoli oder Let's Go Pikachu gespielt. Und wenn du kein Pokémon bei dir hast, solltest du dich lieber vom Gras fernhalten. Gut, die unsichtbaren Mauern existieren immer noch. Die Tore sehen aus, als könnte man sie umgehen. Geht mir meinen Bruder abholen, der Bahnhof ist gleich da vorne. Ja. Aber da vorne wartet eine Menschenmenge und ich würde aber sagen, weil wir schon bald das Folgenende erreicht haben, ach, wir machen einfach ein bisschen weiter, wie die erste Folge wird etwas länger. Und wir schauen mal, was hier so los ist. Ah, das scheint ein Glurak zu sein, also scheint er da zu sein. Ja, das ist Dillion. Hallo, Burstberry, euer Champion Dillion ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Lunchtime, es ist wirklich Dillion ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Außer ihr Gegner hat irgendein Wasser-Pokémon. Danke, danke. Trainiert ihr fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Wer von denen sagt das? Der Junge da mit der grauen Jacke, der könnte als Einziger sagen. Der Rest ist entweder zu alt oder zu jung. Ah ja, das Mädchen da, das Blonde war's. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Das kann doch höchstens Level 100 werden. Dein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galars aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Glurak! Hey, Bruderherz! Na, hopp! Wenn das mal nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass mich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Seit gestern. Gut geraten. Ein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen, außer die Ortsschilder, damit du weißt, wo du hinlaufen musst. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen?
Halt, sag nichts. Hab mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst einer wie sein. Ich bin der Leon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Leon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Ich habe 5 davon. Mein Team besteht nur aus Gluraks. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er dort nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. Für den Werbungsumhang. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Ich als Einziger mache die Pose nicht mit. Skrull bleibt zurück. Okay. Wär lustig gewesen, wenn so das Skrull und ich bleiben zurück und ich so. Wollen wir Champ werden? Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Deswegen wird die Szene so dunkel und düster. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was ihr sucht. Das Pflanzen-Pokémon Chimpep, das Feuer-Pokémon Hoplo und das Wasser-Pokémon Memeon. Genug gespielt, kommt bitte mal wieder her. Das ist lustig. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Wie du zuerst. Ich habe ja schon mein Wolli. Mein Wunsch ist es, dass aus Gala irgendwann mal eine Region mit den stärksten Trainern von allen wird eine. Deshalb darfst du jetzt auch ein Pokémon aussuchen. Im Gegenzug will ich nur, dass du mir versprichst, ein richtig starker Trainer zu werden. Falscher Bruder. Wer du zuerst. So. ja. Die 3 Pokémon sind da. Aber ich muss gemein sein. Wir werden das nächstes Mal auswählen. Aber wir machen jetzt noch ein... Welches Pokémon ist es? Also, wir gucken sie uns mal an. Das ist Chimpep vom Typ Pflanze. Strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpep? Nein. Lass dir Zeit. Wenn dir deine Wahl schwerfällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Aber vergiss nicht. Es geht hier um die Wahl deines treuen Partners. So. Hoplo ist ein Pokémon vom Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hoplo? Nein. So, aber vergiss nicht, ja. Und was haben wir hier noch? Das Wasser-Pokémon Memeon ist sanftmütig, wie ein leise plätscherndes Bächlein und sehr anpassungsfähig. Entscheidest du dich für das Wasser-Pokémon Memeon? Nein. Lass dir Zeit, wenn dir die Wahl schwerfällt, dann verlass dich auf dein Bauchgefühl. Das ist die Wahl deines treuen Partners. So, jetzt haben wir alle 3 gesehen.
Ich weiß nicht, der Affe macht nicht viel her. Der Hase ist schon süß, aber ich mag diese Kampffeuer-Pokémon eigentlich nicht so. Und er ist so ein bisschen klein. Ich habe auch schon gehört, die Entwicklung von denen sind schon bekannt gewesen. Das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht. Und wir werden dementsprechend beim nächsten Mal herausfinden, welches Pokémon einer wie wählen wird. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Yeah.